Hans-Uli Lehmann, drei Fragen, drei Antworten. Demnächst übernimmt dein Sohn Ruben Geschäftsführung vom Riverside. Was für einen Tipp oder Ratschlag gibst du ihm für die Aufgabe mit auf den Weg? Ich glaube, ich gebe ihm keinen Tipp oder Ratschlag. Ich lasse ihn machen. Ich werde ihn sicher begleiten, einen Monat lang. Das werde ich machen. Damit er sieht, was ich, wie ich es gemacht habe. Er wird sicher vieles anders machen, wo ich froh bin. Er ist ja 25 Jahre jünger als ich. Hoffentlich wird er vieles anders machen. Aber was mich besonders freut, ist, dass ich ihm nicht nachlegen musste, es wäre noch schön, wenn du das Riverside übernehmen würdest. Sondern der Ruben ist freiwillig, wie nach einem Jahr, wo wir uns gesehen haben, auf mich zukommen und hat gesagt, Vater, ich würde das gerne machen. Und das hat mich natürlich extrem gefreut, wenn man etwas einem Jungen übergeben kann. Und dann will ich ihm nicht zu viele Tipps mit auf den Weg geben. Das macht er sicher noch besser als ich. Du hast neben dem Riverside noch andere Firmen und andere Aufgaben. Was macht dir dort dabei am meisten Freude? Ja, ich habe ganz viele andere Aufgaben. Am meisten Freude macht mir im Moment das Produkt Dreamy. Dreamy, das sind so Roboterstaubsauger. Ganz spannendes Produkt. Wenn man das anschauen, ch.dreamytech.com. Dort kann man die anschauen. Und ich bin begeistert, was die Produkte alles können. Und natürlich freut es mich, wenn wir es gut absetzen. Du bist kürzlich in Israel gewesen. Was hast du für einen Eindruck von der aktuellen Situation vor Ort bekommen? Ja, es ist ein schwieriges Thema. Das ist, Krieg ist etwas, was wir hier im Westen gar nicht mehr kennen. Wir kennen nicht, wie die Realität eines Krieges aussieht. Die Realität eines Krieges ist brutal, ist aber auch ehrlich. Sie ist nicht geschönt. Und ich hatte das Vorrecht, einen Tag in der israelischen Armee zu sein, mit Soldaten bis hin zur Generalität, mit ihnen zusammen zu sein. Und das Tollste, was ich erlebt habe, eigentlich, ist der Zusammenhalt. Einfach die unvoreingenommene Zuneigung zum Nächsten, wenn man einander braucht. Das ist das, was mich tief, tief bewegt hat. Und ich werde es nicht missen, dass ich den Tag verbringen durfte, zumindest in die israelischen Armee. Danke vielmals. Gern geschehen.